Willkommen zu Let's Play Pokémon Leuchtende Perle. Herzlich willkommen. Das zusammen mit Pokémon Strahlender Diamant heute am 19. November 2021 für die Nintendo Switch veröffentlichten Remake der 2006 erst veröffentlichten DS-Originale Pokémon Diamant und Perl. Zusammen mit der Spezialedition Platin gehören diese mit zu den besten Pokémon-Spielen überhaupt. So freuen wir uns jetzt auf das Remake, entwickelt von Ilka statt von Game Freak, habt ihr gesehen? In der Tat. Ich selbst spiele mit euch jetzt die leuchtende Perle, denn wir hatten schon das originale DS-Diamant Let's Played. Auch Platin gab es vor langer Zeit mal mit einem Patch, der es uns ermöglichte, alle 493 Pokémon zu fangen, und das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt bei den Remakes ist eben die Perle dran. Es gibt noch sehr viel mehr zu sagen, aber wir starten erstmal rein, haben dann noch alle Zeit der Welt und ich bin sehr gespannt, wie das Abenteuer genau aussehen wird. Drücke den A-Knopf, das mache ich. Let's Play! Diese 10 Sprachen stehen zur Auswahl. Ich bin sehr dankbar, dass wir die neuen Spiele auch wieder weltweit zeitgleich bekommen. Das war nicht immer so. Das sollte man nicht als selbstverständlich sehen. Und deswegen gibt es auch in Europa zeitgleich mit den USA und Japan. Grüß dich! Es freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon! Ich bin Professor Eibe. Doch die meisten nennen mich einfach nur den Pokémon-Professor. Jeder Winkel dieser Welt wird von wundersamen Lebewesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Und ausgerechnet den hast du ausgesucht, ja? Wir Menschen leben im Einklang mit den Pokémon. An manchen Tagen spielen wir ausgelassen miteinander, an anderen verrichten wir mit vereinten Kräften unsere Arbeit. Manche Leute setzen Pokémon auch im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was meine Berufung ist, fragst du? Nun, ich widme mich der Forschung, damit wir unser Wissen über Pokémon vertiefen können. Aber erzähl mir doch mal ein bisschen über dich. Bitte wähle dein Foto aus. Auch wieder geschickt artikuliert, ja. Und ich bleibe beim Original Lucius. So war sein Name. Auch wenn man ihn jetzt, ja, in verschiedenen Haarfarben und Hautfarben haben kann. So, ich verzeihe meine Kreativlosigkeit, aber es zieht sich wie ein roter Faden durch all meine Pokémon-Let's Plays. Dein Name lautet also Let's Play Markus, richtig? Ja. Verstehe, Let's Play Markus heißt du also. Ich würde mal auf YouTube reinschauen und ist echt ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier ist ein Freund von dir, nicht wahr? Nee. Verrätst du mir auch seinen Namen? Dirk, Arnold, Armin, Bastian. Früher hieß er Barry. Das war der offizielle Name, ja. Aber zuletzt hießen meine Rivalen ja Wurst. Also immer mit Wurstbezug, und das ist Captain Wurstwasser. Heute schon an einem Glas Wurstwasser genippt, das ist er. Erinnert mich aber optisch ein kleines bisschen an Lukas von Mazda 3. Ja, die Rivalen oder Begleiter der Pokémon-Spiele sind schon lange nicht mehr das, was sie mal früher waren. Also das ist halt wirklich... Wurstwasser heißt er? Ich denke schon. Let's Play Markus, es ist soweit. Dein ganz persönliches Abenteuer kann beginnen. Auf deiner Reise wirst du unzähligen Menschen und Pokémon begegnen. Oh, du wirst gewiss viele interessante Dinge erleben und vielleicht auch mehr über dich selbst lernen. So, genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet auf dich. Keine epische Schrumpfanimation, was? Es geht dramatisch los. Trotz aller Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, schillernde Pokémon aufzuspüren. Das rote Gardos scheint sich dem entmutigten Team partout nicht zeigen zu wollen. Ja, keine besonders erfolgreiche Reportage. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Berichterstattung angelangt. Die Sondersendung Suche nach dem roten Gardos wurde Ihnen präsentiert von Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ist so. Und da sind wir also, und wir sehen ziemlich klein aus. Und vor allen Dingen laufen wir so unbeholfen. Dieser süße, niedliche Chibi-Look, auf jeden Fall interessante Spiegelung auf dem Boden, da wurde...
Da wurde das Laminat nochmal feucht durchgewischt, finde ich gut. Ja, da scheiden sich die Geister. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Grafikstil gut findet oder nicht. Ich bin ja fast eher auf der Hater-Seite, bin ich ganz ehrlich. Und warum? Ja, es soll ja an die Originalspiele erinnern. Aber damals auf dem DS sahen die halt so klein und knuffig aus, weil es nicht besser ging auf dem DS, quasi. Und eigentlich tun ja Remakes immer, sag ich mal, technisch die Pokémon-Edition auf den Stand der letzten Pokémon-Spiele anheben. Also eigentlich hätte dieses Spiel aussehen müssen wie Pokémon Schwert und Schild. Aber okay, wir nehmen es, wie es kommt und ja, ich werde drüber hinwegsehen, aber ich hätte es anders besser gefunden, meine Meinung. Du wirfst einen Blick auf den PC. Grundwissen über Pokémon. In dieser Welt leben Menschen und Pokémon Seite an Seite. Personen, die mit Pokémon und Kämpfen teilnehmen, nennt man Pokémon-Trainer. Wieder was gelernt, der Fernseher ist ausgeschaltet. Und hier ist eine Switch. Da steht die neueste Videospielkonsole. Eine Nintendo Switch. Damals war es die Nintendo Wii. Der X-Knopf öffnet das Menü. Und hier kann ich schlafen. Es sieht... Also was ich halt echt mal ändern würde, wäre, dass die Zimmer so karg aussehen. Wer stellt sich an seinem Bett so hin? Wenigstens drehen, dass die Kopfseite zur Wand geht, oder? Sowas stört mich so, solche Details. Egal. Beutel... Und Einstellungen. Gibt es irgendwas, was wir machen wollen, ganz schnell? Fenstermotive? Ach, wir bleiben mal beim ersten, aber wir können das mal wechseln. Animationen bleiben an. Wechseln tun wir. Teambox manuell. Spitznamen, Frage. Wähle ob... Ach so. Ich werde nicht gefragt. Sehr gut. Bestimmten Orten neigen der Joy-Con. Deaktivieren auf jeden Fall. Automatisches Speichern von mir aus kann nicht schaden. Das mache ich halt auch aus. Ist mir egal. Und die Sound-Sachen. Interessant. Interessant. Mehr und andere Einstellungen als Anno Danomals. Speichern auf R. So, ich gehe aber erstmal runter. Wir haben noch keine Käppi, noch keine Mütze, keine Kopfbedeckung. Was gucken die von Hytera TV? Let's Play Markus, Wurstwasserhaar, eben kurz hier und hat nach dir gesucht. Ich weiß zwar nicht, was er genau wollte, aber er meinte, es sei dringend. Der kann warten. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Wettbewerbs. Der Showstar dieses Stärkewettbewerbs im Anfängerrang ist Taylor. Ein beeindruckender Auftritt mit einem unglaublich muskulösen Pokémon. Das war's für heute auch schon von uns. Bis zum nächsten Mal. Der muss wirklich atemberaubend sein. Im Kühlschrank steht Mamas Lieblingsnachtig. Ja, was denn genau? Hier bereitet Mama all ihre leckeren Gerichte zu. Ja, Minimalisten sind das hier. Noch etwas. Halte dich vom hohen Gras fern, Let's Play Markus. Du könntest dort sonst von wilden Pokémon angegriffen werden. Hättest du ein eigenes Pokémon dabei, wäre das was anderes. Aber so... Ich bitte dich. Ich kann auf mich aufpassen. Zweiblattdorf. Oh, es ist schon wieder ein bisschen dunkler. Klar, es richtet sich wieder nach der Uhrzeit. Mein lieber Scholli, die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ich meine, du kannst jetzt mit Leuten auf der ganzen Welt spielen und das völlig drahtlos. Zweiblattdorf, unsere Heimat. Steht auch sicher auf diesem Schild, nicht wahr? Wir gucken mal. Zweiblattdorf, wo die jungen Triebe sprießen. Man muss sagen, es ist halt ein sehr klassisches Pokémon-Abenteuer noch. Wir haben ein Anfängerdorf, bekommen unseren Starter, sammeln die 8 Orden, wollen zur Pokémon-Liga. Und das war's im Großen und Ganzen. Hallo. Ah, hallo Let's Play Markus. Hör mal, Wurstwasser hat nach dir gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum schaust du nicht mal bei ihm vorbei? Wenn er zu Hause ist, dann gehe ich einfach weiter. Aber ich darf nicht. Ach, das ist ein Typ. Entschuldigung. Aber er hat trotzdem eine hohe Stimme. Hat noch keinen Stimmbruch. Was ist los? Ach, hallo, Let's Play Markus. Er hat dich wirklich gesucht. Muss ich mich immer wiederholen? Kann ich denn irgendwie rennen bisher? Turbotreter? Nee? Es stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen. Doch letztlich zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie sich gerne mit uns anfreunden. Das glaubst aber auch nur du. Gut, ich hoffe... Nein, hier, alles klar. Gehst du dich wieder mit Wurstwasser treffen, ja? Ihr zwei seid ja echt dicke Freunde. Ach so, übergewichtig sehe ich gar nicht aus in dem Spiel. Gut, der Professor wohnt aber nicht hier, ne? So war das. Dann gehe ich nochmal hier Loki-Loki machen. Da merkt man schon mal wieder, ne, wie kleine Dörfchen das hier sind. Hast du schon das Neueste gehört? Der Pokémon-Professor soll in den Nachbarort zurückgekehrt sein. Zuvor war er 4 lange Jahre nicht mehr in der Heimat. Ob er in all der Zeit wohl das ein oder andere faszinierende Pokémon entdeckt hat?
Hey, hey, Let's Play Markus, ich will ein niedliches Pokémon haben. Ja, dann such dir eins. Pokémon Supermärkte, hier wird man stets mit einem Lächeln begrüßt. Glaubst du auch nur du. So, optimal, das letzte Haus ist das, wo ich rein soll. Hier wohnt, Wurstwasser. Rums! Was? Wie? Oh hey, Let's Play Markus! Hör mal, ich gehe zum See. Und du auch? Worauf wartest du noch? Beeil dich! Zack, zack! Ich stell dir 1 Million Pokédollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ich hab dich gewarnt! Solche Rivalen braucht man, ne? Direkt verschuldet. Ich hab was vergessen. Ja, darf ich vorstellen? Ja, Barry. Barry heißt er. Normalerweise. Aber ich bin für die offizielle Umbenennung in Wurstwasser. Ja. Ja, ja, ja. Oh, schön dich zu sehen, Let's Play Markus. Mutter von Wurstwasser. Du suchst bestimmt Wurstwasser, oder? Schau doch mal im Glas nach, im Kühlschrank. Er ist eben rasch zur Tür raus, dann kam er kurz darauf auch schon wieder zurück. Der Junge kann einfach nicht still sitzen, von wem er das bloß hat. Über ADHS keine Witze machen. Besuchen Sie auch die Trainerschule für einen harmonischen Umgang mit Pokémon. Hier darf ich nicht... Nee? Oh, schade. Ich hätte bestimmt Wurstwasser gefunden. So. Ich nehme besser auch meinen Beutel und meine Abenteuernotizen mit. Ausrufezeichen. Oh hey, Let's Play Markus. Los, nichts wie auf zum See. Ich gehe schon mal vor, wir treffen uns dann unterwegs. Und trödel ja nicht rum, sonst werden 10 Millionen Pokédollar Strafe fällig. Wurde es gerade mehr? War das nicht 1 Million erst? Das vorangegangene Programm wurde Ihnen präsentiert von Jubelstadt TV. Das ist die neueste Videospielkonsole, eine Nintendo Switch. Es hätte hier das OLED-Modell sein sollen oder so. Aber war vielleicht einfach zu importieren, nicht wahr? Gut, dann dackeln wir steten Schrittes jetzt einfach mal hier entlang. Du wirst schon wissen, was du tust. Solange will ich ins hohe Gras gehen. Sag mal, du hast es auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Du weißt schon, Suche nach dem roten Gyarados. Die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir zwar jetzt machen? Wir ziehen los und suchen es. Also seine Frisur ist ja noch mehr eskaliert als früher, oder? Wie wär's mal mit einem Kamm? Route 201. Wahrheitsufer incoming. Und da sind wir auch schon. Der See der Wahrheit. Alles klar, auf zum See. Wir werden das rote Gyarados finden. So ist es. Der Anfang dieses Spiels. Nanu? Professor, am anderen Ufer konnte ich auch nichts Außergewöhnliches entdecken. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als früher, aber... Egal, immerhin haben wir den See gesehen. Belassen wir es fürs Erste dabei. Lucia, gehen wir. Professor, wie gefällt es Ihnen eigentlich, wieder hier in der Sinnoh-Region zu sein? Nach 4 Jahren muss es sicher sehr aufregend für Sie sein, nicht wahr? Nun ja, eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Diese Region ist wie geschaffen für unsere Studien. Tag auch. Entschuldigung, dürften wir bitte einmal durch? Ja, noch zweimal. Verzeihung, wir haben es eilig. Was sollte das denn? Diese zwei... Hä? Let's Play Markus, los, sehen wir uns das mal an. Was sagst du da? Bloß nicht ins hohe Gras? Ach was, kein Problem. Wir werden uns nicht lang genug im hohen Gras aufhalten, um wilde Pokémon anzulocken. Da spricht ein Experte. Ein Koffer? Diese Leute von eben müssen ihn hier vergessen haben. Was machen wir jetzt damit? Wir könnten ihnen ja das Ding ja zurückgeben, aber wer waren die überhaupt? Ich habe gehört, wie einer mit Professor angeredet wurde. Wow, Pokémon! Was jetzt? Ja, das kommt davon. Sieh mal, da liegen Pokébälle. Los, schnappen wir uns jeder ein Pokémon, dann wird gekämpft. Welches soll es denn nun werden? Entscheidest du dich für das Winziglaub-Pokémon Chaelast? Sehr schönes Vieh, hatten wir damals in Let's Play Pokémon Platin Shellterra, ist auch episch. Das modernere Bisasam, ich kann ihn empfehlen. Wir nehmen ihn deswegen nicht, weil wir ihn schon mal hatten. Und hier? Entscheidest du dich für das Pinguin-Pokémon Plinfa?
Im Anime nervig, ansonsten wohl bestimmt für die meisten die erste Wahl. Hatten wir ein Let's Play Pokémon Diamant? Tja, dann bleibt ja nur noch eins übrig. Entscheidest du dich für das Schimpansen-Pokémon Panflam? Ich finde Panflam nicht besonders sympathisch. Nee. Aber seine letzte Form, Panferno, die geht klar. Also wir werden es überleben, bis er sich vollends entwickelt hat. So schlimm ist es nicht, aber die anderen würde ich präferieren. Nichtsdestotrotz freue ich mich, ihn ins Team zu nehmen. Hallo, erstes Teammitglied. So, im Kampf sieht die Sache ein bisschen anders aus. Plötzlich sind wir gewachsen. Ne? Plötzlich haben wir einen erwachsenen Look. Oder zumindest, ja. Wurden unsere Beine und Arme in die Länge gezogen, finde ich gut. Grafisch reißt das Spiel keine Bäume aus, das ist klar. Ach, ist nur ein Level 2 Starre Lilly, dann kratz es weg, bitteschön. Abenteuer in der Sinnoh-Region, überflüssig zu erwähnen. In wenigen Monaten erscheint auch Pokémon Legenden Arceus, welches über die Sinnoh-Region vor, ich weiß nicht wie vielen Jahrhunderten erzählt. Jedenfalls die Vergangenheit beleuchtet, dass diese Spiele miteinander in Verbindung stehen, das steht außer Frage. Doch wie genau werden wir rausfinden, wenn wir auch das zweite Game zocken? Werden wir natürlich, wenn es rauskommt, im Januar nächsten Jahres. Gut. Boah, dein Panflam war einfach spitze, aber mein Blimfer war natürlich um Längen besser als dein Pokémon. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal uns, aber wir hatten ja keine Wahl, wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen, oder? Geht so. Oh, da ist der Koffer, ja. Der Professor wäre sicher im Dreieck gesprungen, wenn ich ihn verloren hätte. Hast du. Nanu, oh nein! Habt ihr zwei etwa die Pokémon hier rausgenommen? Echt jetzt? Ach du meine Güte, was wird der Professor nur dazu sagen? Das ist ganz und gar nicht gut. Ich nehme den Koffer jetzt lieber erstmal mit. Ja, ich dachte uns auch in Handschellen. Was sollte das denn jetzt? Das nervt mich in dem Spiel leider immer ein bisschen, der Text. Was sollte das denn jetzt? Was sollte das denn jetzt? Was sollte das denn jetzt? Immer wieder wird das gesagt. Let's Play Markus, lass uns erstmal von hier verschwinden. Mein Pokémon wurde außerdem bei dem Kampf verletzt. Sollten wir noch einmal angegriffen werden, könnte es brenzlig werden. Absolut. Wir schweben alle in Todesangst und Todesgefahr. Geh ruhig vor, ich folge dir. Ich weiß zwar, dass wir die Pokémon nicht behalten können, aber ich hätte trotzdem gerne noch mehr Zeit mit ihm verbracht. Und jetzt kriegen wir... Ja, da seid ihr auch schon. Oh, das ist doch der Typ von vorhin. Warum starrt er uns so eindringlich an? Professor Eibe ist halt, ich glaube, sogar der älteste Professor. Der einzige, der noch älter als Professor Eich ist. Aber der am strengsten aussehendste. Doch, es zählt das Motto, harte Schale, weicher Kern. Lucia hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Stimmt das? Zeigt sie mir bitte mal. Panflam und Plinfer. So ist das also. Lucia, ich gehe zurück ins Labor. Jawohl, Professor, warten Sie auf mich. Schaut am besten später mal bei uns im Labor vorbei. Bis dann und ciao. Geht klar. Ja, wollen wir einen Counter machen? Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, hätte er uns einfach anschreien können. Und wieso wollte er noch nicht mal seine Pokémon zurückhaben? Was soll's? Komm, Let's Play Markus, lass uns nach Hause gehen. Mama, hör mir doch zu. Ich habe ein Abenteuer erlebt. Du sollst jetzt nicht kochen. Was gibt es, mein Schatz? Mensch, das ist ja kaum zu glauben, was euch da passiert ist. Aber Hauptsache du und Wurstwasser seid wohl auf. Hauptsache Wurstwasser geht's gut. Bei dem Professor, den du gerade erwähnt hast, handelt es sich doch bestimmt um Professor Eibe aus St. Gemme, nicht wahr? Ich habe ja gehört, er sei berühmt für seine bahnbrechenden Studien zu den Pokémon. Andererseits gibt es auch Gerüchte, wonach er ziemlich einschüchternd sein soll. Ich finde, du solltest ihm in St. Gemme einen Besuch abstatten. Dann kannst du ihm erklären, warum dir nichts anderes übrig blieb, als sein Pokémon zu borgen. Mach dir keine Sorgen, er wird sicher Verständnis für dich haben. Ach, übrigens, ich habe noch etwas für dich. Hier, Let's Play Markus, zieh die mal an. Du erhältst Turbo-Treter, höchste Zeit. Der Weg nach St. Gemme ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Pff. Doch mit diesen Turbo-Tretern bringst du auch weite Strecken in Windeseile hinter dich.
Ich lese dir mal die Gebrauchsanleitung vor, also spitz schön die Ohren. Leige den L-Stick besonders stark, um schneller zu rennen als je zuvor. Ach, das ist alles. Früher musstest du halt einen Knopf drücken. Zieh deine Turbo-Treter an und mach dich auf dem Weg zu neuen Abenteuern. So, das wäre alles. Ziemlich cool, nicht wahr? Ja, man bewegt sich jetzt einfach schneller. Aber ist auch in Ordnung, weil wer ist denn freiwillig langsamer gelaufen? Wir können immer noch langsam laufen, wenn wir wollen, aber... Das sieht dann auch besser aus, nicht so... nicht so, wie es aussah. Ist mein Panflam eigentlich geheilt? Im hohen Gras lauern wilde Pokémon, die jederzeit hervorspringen können. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, dann nichts wie ab ins hohe Gras. Möchtest du ihnen aber aus dem Weg gehen, dann mach lieber einen Bogen drum. Tipps für Trainer, nur keine Schüchternheit, sprich alle Leute an, die du siehst. Yeah, wir reden mit jedem NPC im Let's Play. Classic. Dadurch erhältst du wichtigere Informationen und Ratschläge. Manche mögen es ja nicht, aber dann müsst ihr durch. Wenn sich die Gesundheit deines Pokémon verschlechtert und seine KP sinken, solltest du nach Hause gehen und dich ausruhen. Ja, zu Hause ist doch am schönsten. Ich glaube, wir haben hier... Warte. Ah, ein wildes. Okay, wir haben hier ein wildes... Bidiza! Der frühere VM-Sklave, quasi der Nachfolger von Radfratz, Visor und Zickzacks. Den können wir zum Leveln nutzen. Irgendwie sieht Panflam, ich weiß nicht, man hätte die Starter, die man doch sowieso eh hat, ein bisschen eindrucksvoller animieren können. Jetzt meckere ich schon an der Stelle rum, ne? Der Hintergrund und so ist ganz okay, aber das Charaktermodell von Panflam, oft war es ja so, dass die Starter-Pokémon, die ja ne, eh genommen wurden im Endeffekt, ich sag mal, im Schnitt besser animiert waren und so, als spätere Pokémon, die man nicht so häufig sieht, aber es ist... Wie dem auch sei. Oder stört euch die Grafik nicht? Bin ich nur ein bisschen komisch? Geht's nur um den Spielspaß? Ja, da hätte ich auch die DS-Version spielen können. Versteht ihr, was ich meine? Da hätte ich auch die DS-Version spielen können. Hallo, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass die Gesundheit von Pokémon in Kraftpunkten, kurz gesagt KP, gemessen wird? Ach, jetzt wird mir alles klar. Ich dachte schon, warum sagen die immer keinen Plan? Ey, nach 20, 30 Jahren endlich die Erlösung. Fallen die kein Plan eines Pokémon auf Null, wird es kampfunfähig. Sinken die kein Plan eines Pokémon, solltest du es da mit dem Trank heilen. Hier, diese Tränke schenke ich dir. Eine Gratisprobe sozusagen. Sie gelangen automatisch in die Medizintasche deines Beutels. Praktisch, oder? Du erhältst Tränke. Du verstauchst die Tränke in der Medizintasche. Sandgemme, du willst noch kämpfen, oder? Nee. Diese Stufe hier dient als Abkürzung nach Zweiblattdorf. Bist du einmal unten, kannst du allerdings nicht wieder hochspringen. Verrückte Welt. Da sind wir auch schon in Sandgemme. Die Parts sind nicht besonders lang. Dafür kommen einige hintereinander. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Dann gucken wir uns in Sandgemme ordentlich um. Reden mit dem Professor und was dazugehört. Das Abenteuer kann beginnen. Part 1 war ein bisschen ja, Einstieg in das Ganze. Aber es wird großartig. Also nicht verpassen. Like da lassen. Bis dann und ciao.